Also wenn man überlegt, dass das ja eine bundesweite Veranstaltung ist mit über 1400 Gästen und es werden uns circa noch 8000 Gäste an den Fernsehen zu Hause begleiten, freue ich mich als neu gewählter Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker, diese Veranstaltung hier mit begleiten zu dürfen. Und Sie merken schon, wie viele Menschen da sind, welche Stimmung da ist. Und ich glaube, das wird heute ein ganz, ganz toller Tag. Wo ich meine Gesellenprüfung gemacht habe, da waren wir vielleicht 300. Also ganz toll, dass sich so viele junge Leute für den Beruf auch entscheiden. Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Absolvieren Ihrer Prüfung. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie nach 3 Jahren Lübeck hier noch einmal sind, um Ihren Abschluss zu feiern. Es ist ein tolles Ausrufezeichen für das Handwerk in ganz Deutschland, aber insbesondere für den Standort Schleswig-Holstein ist es eine besondere Ehre, gerade so ein tolles Handwerk wie die Gesundheitshandwerker hier am Standort Lübeck, hier am Campus haben zu können. Anlässlich der bestandenen Prüfung im Hörakustikerhandwerk spreche ich hiermit alle anwesenden Junghandwerker von ihren Pflichten und Rechten als Auszubildende ebenso wie ihre Ausbilder frei und gratuliere allen Prüflingen an dieser Stelle recht herzlich zur bestandenen Prüfung. Ja, als ich hierher gekommen bin, war es unheimlich toll, in diese vielen aufgeregten Gesichter zu gucken. Und von dieser großen Anzahl war ich echt überwältigt. Damit hätte ich gar nicht gedacht und zeigt, dass das Gesundheitswesen nach wie vor noch attraktiv ist als Ausbildung. Ja, ein großartiger Tag. Es macht Spaß, in die Augen der jungen Kolleginnen und Kollegen zu schauen, die jetzt den Weg ins Berufsleben gefunden haben. Und ich gratuliere ganz herzlich allen Hörakustikern und Hörakustikerinnen. Ich freue mich für alle hier heute freigesprochenen Gesellinnen und Gesellen und wünsche Ihnen, dass Sie auch die Ausbildung in Ihren Betrieben, aber auch an der AFH in Lübeck in positiver Erinnerung behalten und damit Werbung machen, auch künftig für Karrierewege im Handwerk und damit Botschafter werden für diesen wunderbaren Beruf, diesen zukunftssicheren Beruf. Von den Freunden kam manchmal so ein Kommentar, ja, schulisch läuft es ja schon ziemlich gut, aber ich hatte total den Flattermann vor den Prüfungen und bin froh, dass es jetzt so gut lief. Was ich in der Stunde mache, wir gehen jetzt erstmal schön essen mit der Familie, dann nochmal eine Stunde schlafen, gestern Nacht war ein bisschen lang und heute Abend geht es dann nochmal feiern, genau. Geahnt? Ehrlich gesagt, gar nicht. Also so ein paar Späße hat man immer gemacht, weil die Schulleistungen ganz gut waren, aber ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert, ehrlich gesagt.